Ja, hiermit beginnt die Aufzeichnung. Ja, das große Grundthema lautet ja, sollen wir endlich die Marktwirtschaft durch Gemeinwohlwirtschaft ersetzen? Ich sage ja, Marktwirtschaft wird weiterhin alles zerstören, ist der Zerstörer von allem. Marktwirtschaft, Kapitalismus ist der Zerstörer von allem und der Retter von allem ist Gemeinwohlwirtschaft. Und dann bleibt nur noch die Diskussion, die offen geführt werden muss. Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ und oder GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und das ist die einzige Diskussion, die zu führen ist. Dann kann man noch, wobei ich wenig Hoffnung habe, dass wir Gemeinschaften wie die Gemeinschaft Köln-Süd hinbekommen. Das scheint unmöglich zu sein, weil die Menschen durch die Marktwirtschaft im Kopf, den Kapitalismus im Kopf, die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten im Kopf so zerstört sind, dass sie gar nicht mehr gemeinschaftsfähig sind. Das ist, glaube ich, das können wir vergessen mit der Gemeinschaft. Ich glaube, wir müssen alles auf die politische Karte setzen, besonders weil die jetzige Bundesregierung aufgeschlossen ist für das Thema Marktwirtschaft ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft. Und ja, und das größte Problem, das wir überhaupt haben in der Marktwirtschaft ist, dass wir besonders in Deutschland extrem starke und große und einflussreiche Profiteure von gescheitertem Leben haben. Also sozusagen, was heißt das? Profiteure von gescheitertem Leben. Also Sparten, die daran profitieren, wenn immer mehr Menschen arbeitslos, chronisch krank, obdachlos, irgendwie gescheitert sind, ja? Denn in der Betreuung und Verwaltung von gescheiterten Menschen lassen sich entscheidende Karrieren gestalten, ja? Das heißt also, ich gucke mal, ja. Dann haben wir hier, wo haben wir es hier? Anders Wirtschaften, Gemeinwohlökonomie. Artikel über uns, ein paar wenige Fotos von ganz wenigen Artikeln über uns. Ja, Partei des Gemeinwohls haben wir hier. Und ich bin gerade mal gespannt. Ja, also, wir haben die gefährlichsten Sparten, die Deutschland so ruinieren werden wie sozusagen das Römische Reich. Noch einmal der ganz klare Satz. Ein Land wird bettelarm, wenn seine durchschnittliche Gehirnleistungsfähigkeit deutlich unter die der anderen Länder absinkt. Dann sind die Produkte, die hergestellt werden, qualitativ schlecht, haben auf dem Weltmarkt keine Chance mehr und dann wird es zur Bettelarmut. Und auf diesem Weg ist Deutschland. Wir verlieren jedes Jahr 50.000 der Menschen mit den größten Gehirnen. Und wir verlieren durch die Profiteure von gescheitertem Leben, diese Sparten, verlieren wir am meisten. Also hier können Sie selber die Sparten in der Marktwirtschaft eintragen und hier sind einige. Also wer profitiert davon, dass das ganze Land in Arbeitslose, Arbeitsunfähige umgewandelt wird in Obdachlose, das sind Sozialsparten. Das heißt, dass sie vorteilbringende Irrtümer verbreiten und der Großteil aller links unrealist, also aller Weltverbesserungskonzepte der unrealistischen Linken,
besteht aus vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten, der Weltsozialsparten, das sind die NGOs, die also quasi Profiteure dessen sind, wenn es immer wieder Hunger und Not und Armut auf der ganzen Welt gibt, ja? Auch der ganzen Tierwelt, das wird alles ausgeschlachtet, um Spenden zu sammeln. Dann haben wir die Gesundheitssparten, die davon die Profiteure dessen sind, dass wir immer mehr genetisch defekte uns heranzüchten, immer mehr Kranke haben, chronisch Kranke und so weiter. Also das sind die alles die Profiteure des gescheiterten Lebens, ja. Und das ist die große Gefahr. Also und wir begegnen immer wieder der Tatsache, dass da Menschen und Weltbilder aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer dieser Sparten, der profitierenden Sparten, die an, also der von gescheitertem Leben profitierenden Sparten, ja, dieser bringen dann so Ideen auf sich auf, wie zum Beispiel innere Sicherheit, hier übrigens unten rechts, ganz unten rechts, hier, da noch weiter rechts, da ist so ein rundliches Ding, draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude, weil ich ja so langsam überlege, rede, weil ich ja dabei überlege. Also, wie hören durch, zum Beispiel ist ein Konzept, dem wir immer wieder begegnen, ist Geldabschaffung sofort. Da muss man also diese vorteilbringenden Irrtümer muss man erstmal erläutern. Ja, hoppla. Wahrscheinlich ist dieses Konzept ein vorteilbringender Irrtum, der nämlich dazu führt, dass es mehr scheiterndes Leben im Lande geben wird. Denn wenn ich sofort das Geld abschaffe, dann flüchten vor, bevor das umgesetzt wird, flüchten alle, die ein bisschen was haben, verlassen das Land, weil sie ja dann faktisch enteignet werden. Denn eine Geldabschaffung bedeutet ja, dass alles, was an Vorsprung sich diese Menschen erarbeitet haben, weg ist. Und das für das vage Versprechen, dass sie dann angeblich glücklicher würden hinterher, das wird nicht funktionieren. Wir werden eine massenhafte Abwanderung aller, die ein bisschen was haben, verzeichnen. Dadurch wird Deutschland bettelarm und die Arbeitsplätze werden ins Ausland transferiert werden. Wir werden Massenarbeitslosigkeit bekommen, wieder noch viel mehr scheiterndes Leben. Und das ist dann die Karrierechance für Sozialspartler, Weltsozialspartler. Ach, ich habe vergessen, da haben wir noch hier die Sparten hier, können wir auch noch zeigen, die Sparten innere Sicherheit, Richter, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gefängniswärter, Gefängnisse und so weiter, Rechtsanwälte, die leben davon, dass immer mehr scheiterndes Leben auch kriminell ist, ja, also kriminelles scheiterndes Leben. Die profitieren davon, weswegen also unser System innere Sicherheit darauf hinwirkt, ohne dass es ihm selber bewusst ist, aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern, deren Wahrheit man glaubt, die aber unwahr sind, darauf hin, und das ganze System wirkt darauf hin, dass wir möglichst immer noch mehr Kriminelle im Lande haben, ja. Und das sind alles Profiteure von scheiterndem Leben. Also die Sparten, innere Sicherheit, Gefängnisse, Gesundheitssparten, Sozialsparten, Weltsozialsparten und vielleicht noch einige andere. Das sind die Profiteure des scheiternden Lebens. Ja, und jetzt können wir die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten zum Beispiel, schaffen wir doch das Geld ab, dann wird alles ein Paradies. Ja, da können wir sagen, ja, einerseits wandert alles ab und es werden eben riesige Profitmöglichkeiten und Arbeits,
Beschaffungsmaßnahme ist das für die Sozialspartler, weil wir massenlosen Arbeitslosen und verwahrlosten Menschen bekommen werden. Schluck Wasser. Und dann kann man so versuchen, diese vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten zu entkräften, indem man fragt, wie hören denn bitteschön auch durch Geldabschaffung zum Beispiel mein Vergiftetwerden durch Supermarktleiter und Ärzte auf? Gar nicht. Und das sind dann, also wenn wir doch eine Reform machen wollen, müssen wir doch auch dafür sorgen, dass das Vergiften durch Gesundheitssparten und Nahrungssparten aufhört. Ja, das mittlerweile dabei ist, die ganze Weltbevölkerung chronisch krank zu machen, ne? Und dann muss man die Frage stellen, wie lange dauert es, bis die vorteilbringenden Irrtümer verschwinden, wenn ich das Geld abschaffe? Dann gibt es zwar keine Profitmöglichkeit mehr durch vorteilbringende Irrtümer, aber die Motivation, jetzt wirklich vorteilbringende Irrtümer in Frage zu stellen, ist auch wieder gleich null. Während bei der unserer GWO, der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, unmittelbar eine sofortige Motivation besteht, sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer. Ich gucke mal gerade, wo ich das Bild finde. Ist es hier? Ja, zum Beispiel hier. Da wir ja sozusagen den früher vorteilbringenden Irrtümern quasi jetzt finanzielle Abstrafung entgegenstellen und also hier sozusagen statt wie in der Marktwirtschaft Belohnung für Irrtümer, setzen wir finanzielle Abstrafung für Irrtümer drauf und dadurch ist eine starke Motivation, sich bei den Wahrheitsträgern sozusagen wie Weltrat zu informieren, die Irrtümer aufzugeben und dann eben sozusagen zu profitieren durch Wahrheiten jetzt, ja, und dieses Interesse an der Aufgabe oder Überarbeitung der eigenen Irrtümer, das entsteht nur in der GWO. Ja, und deswegen ist allein die Geldabschaffung bringt uns da nicht viel weiter. Und dann muss man sagen, immer wieder wird ja geäußert, dass das Schenken so toll wäre. Ja, aber dann wäre doch eigentlich nur sinnvoll, wenn der Mensch glückselig werden könne, wenn er selbstlos würde und unegoistisch würde. Dann müsste zum Beispiel hier eine Frau, anstatt sich um ihre eigenen leiblichen Kinder zu kümmern, zum Beispiel, müsste sie schenken und müsste ihre leiblichen Kinder vernachlässigen und anderen Kindern, anderer Frauen helfen. Das ist wirklich selbstlos und unegoistisch. Und damit würde aber diese Frau und ihr Genbestand, der ihr ermöglicht zu schenken und selbstlos und unegoistisch zu handeln, würde aussterben, weil sie keine leiblichen Nachfahren bekommen würde, sondern die anderen Frauen, die die Geschenke annehmen und also quasi die Profiteure des Schenkens sind, die würden viele leibliche Nachkommen in die Welt setzen und deren Genbestand würde sich ausbreiten. Also nach einiger Zeit hätten wir nur lauter Leute, die genetisch eine Tendenz haben, Geschenke anzunehmen, aber selber nichts zu schenken. Wenn diese Frau nämlich selber jetzt auch wieder schenken würde, dann wäre das Ganze absurd, weil dann würde sie ja die Kinder der anderen Frau beschenken und die beschenkt die Kinder dieser Frau und so weiter. Und schon wäre alles eigentlich neutralisiert und es würde gar kein Schenken mehr stattfinden, sondern es würde alles wieder beim Alten bleiben. Ja? Also entweder Schenken findet statt, dann sterben aber die Frauen, die wirklich schenken, aus. Und übrig bleiben Leute, die nicht bleiben Leute mit Genbeständen, die dazu neigen, nicht zu schenken, sondern nur Geschenke anzunehmen. Also Sozialparasiten bleiben übrig. Und damit ist das ein, ja, wie soll das funktionieren, ja?
Also noch einmal der Satz. Ein Großteil aller Weltverbesserungskonzepte beruht auf den vorteilbringenden Irrtümern derjenigen Sparten, die Profiteure scheiternden Lebens sind. Ja? Und dann lese ich noch mal was weiteres vor. Zum Beispiel jetzt noch mal ein kleiner Exkurs. Einer hatte ja gesagt in einer der letzten Talkrunden, dass wir also dass man irgendwie doch die Demokratisierung vorantreiben müsste. Und dabei ist ganz klar zu sagen, zum Beispiel, er sagte dann, dass es doch sinnvoll sein müsste, dass die Politiker, dass es einen Quereinstieg geben müsste, also so hier einen Quereinstieg sozusagen von Menschen in die Parteien, wenn das mal alle Parteien sind, in die Parteien hinein und so weiter. Und genau das macht unsere Demokratiereform, nämlich der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, dass die Politiker so händeringend nach fähigen, qualifizierten Leuten suchen werden, die ihnen helfen können. Wie war das? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Wählerinnen zu verbessern. Also der Kunden, Mitarbeiter, Anwohner, das sind die Wählerinnen für den Politiker. Und wenn er da nicht Quereinsteiger reinholt in seinen Apparat, dann wird er scheitern, weil dann andere die qualifizierten Quereinsteiger reinholen. Also unsere Demokratie macht, Reform macht das. Ne? Ja, und noch einmal, die von Selbstlosigkeit, Wettbewerbsfreiheit und Schenken reden, könnte man ja auch erstmal auffordern, sie sollten doch mal in Gemeinschaften wie unserer Gemeinschaft Köln-Süd arbeiten, und zwar selbstlos arbeiten, wie ich vorhin sagte, als Frau auf eigene Kinder verzichten zugunsten und die Kinder anderer Frauen beschenken und fördern. Dann sterben also aber solche Frauen, die zu solchen Programmen fähig sind, sterben dann aus, weil sie selber keine eigenen Kinder hinterlassen. Ja? Und weil die Kinder der anderen Frauen ja von ihren Müttern lernen, dass die richtige Lebensstrategie ist, sich beschenken zu lassen, aber nichts anderen zu schenken. Ja? Und insofern sind diese Konzepte falsch, denn auch ja niemand von denen, die von Schenken reden, sagt, ich komme in die Gemeinschaft Köln-Süd und verfolge jetzt nicht mehr meine egoistischen Interessen, sondern die egoistischen Interessen zum Beispiel hier von Dylan, der seine egoistischen Ziele verfolgt in der Gemeinschaft und dadurch bin ich selbstlos und schenkend. Nein, das machen die eben nicht, sondern die verfolgen ganz egoistisch weiter ihre Ziele. Also, und man muss sich klar sein, also an andere appellieren, ist hoch egoistisch. Also ich lese mal weiter konsequent hier. Wenn die Menschen egoismusfrei wären und wirklich sind, dann müssten sie ja so maximal glücklich werden in der Selbstlosigkeit, indem sie zum Beispiel meinen Zielen dienen und selbstlos schenken ihre Arbeitskraft und in den Dienst meiner Ziele stellen. Dann müssten sie ja damit glückselig werden. Komischerweise macht das aber kein einziger, sondern die Leute reden davon und appellieren damit auch an andere, das zu tun, aber tun es selber nicht. Und das ist ja hoch egoistisch, weil es nämlich ausnutzerisch die anderen auffordert, etwas zu tun, nämlich selbstlos zu handeln, damit man davon selber profitieren kann. Ja? Also deswegen wäre doch der Realitätstest für diese Sache, ob es sich hier um einen vorteilbringenden, unrealistischen Irrtum handelt, wäre doch so, dass man eben guckt, dass man wirklich mal echt selbstlos handelt und andere beschenkt und nicht nur vom Schenken der anderen an sich selber redet
oder daran da in diese Richtung appelliert, sondern dass man selber praktiziert und dann guckt, ob man sich dann glückselig fühlt. Denn wenn dieses Menschenbild und Weltbild stimmen würde, müsste man sich ja glückselig fühlen. Also echtes, selbstloses für andere Arbeiten, das wäre wirklich echt. Geschieht aber nicht. Also zeigt es, dass diese Leute alle nur davon reden und appellieren und andere quasi versuchen zu manipulieren, selbstlos zu handeln, aber davon eigentlich nur profitieren wollen und selber nicht bereit sind, für andere zu arbeiten. Oder? Ja, zum Beispiel könnten die Leute ja hier nach Köln kommen und Leute ansprechen für die Gemeinschaft Köln Süd und diese Mitarbeit wäre selbstlos und müsste ja dann für diese Leute also total beglückend sein. Aber ich treffe auf der Straße nur das Gegenteil, nämlich knallharte Egoisten, von denen kein einziger bereit ist, auch nur einen Finger für das Gute in der Welt und für andere zu rühren. Die verfolgen alle egoistisch ihre Kleinziele im Kapitalismus, alles andere interessiert nicht. Und ja, vielleicht ein Promille dessen, über was sie verfügen, das schenken sie an andere. Und das ist ja auch nett. Und wie gesagt, ich verlange ja von den Leuten auch nicht, dass sie ihren Egoismus aufgeben. Aber es geht ja um die, die vielleicht von den Sozialsparten mit vorteilbringenden Irrtümern gehirngewaschen sind und wirklich glauben, dass der Mensch, wenn er unegoistisch handeln würde, glückselig werden würde. Nur komischerweise tut niemand von denen etwas in diese Richtung. Na gut. Alternativler arbeiten für ihren egoistischen Willen, nicht für den Willen anderer. Also sind sie eben auch nicht unegoistisch. Ja, und das ist jetzt der Punkt. Die Gemeinwohlwirtschaft verlangt eben auch gar nicht, die sagt, das sind nur vorteilbringende Irrtümer von den Sparten, die profitieren von scheiterndem Leben. Nein, wir müssen den Menschen als egoistisch akzeptieren und müssen eben so vorgehen, wie ich es eben ja angedeutet habe, dass wir eben diese Tatsache, dass also hier aus allen Sparten, den Sozialsparten, Weltsozialsparten, Sparten innere Sicherheit, Gesundheitssparten und so weiter, lauter vorteilbringende Irrtümer, die wie eine Pest die ganze Welt einer Gehirnwäsche unterziehen und uns alle umwandeln in Unterstützer des Produzierens von scheiterndem Leben, damit diese Sparten sich daran bereichern können, auf unsere Kosten und so weiter. Und da ist der Punkt, dass wir eben Gemeinwohlwirtschaft bedeutet, dass wir also genau erfassen hier, ja, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden. Ich kann ja gerade mal gucken, ob ich das hier gerade auf die Schnelle finde. Ja, wir haben ja hier, wenn ich das mal groß mache hier, dann haben Sie das auch besser im Blick. Und dann habe ich ja hier die kompetenten Ideengeber. Da habe ich dann jetzt den Link GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsform. Das sind wir. Und da klicke ich dann mal hier drauf. Aha. Dann bin ich hier bei uns. Ja. Und dann kann man hier lesen. Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Ja, das, was ich vorlesen wollte, ist dieser Satz hier. Unsere GWO empfiehlt also eben nicht auf den neuen, selbstlosen, unegoistischen Menschen zu setzen, denn der Wunsch nach Geld ist ja quasi
das Gleiche wie der Wunsch nach Nahrung. Ja, denn mit Geld kann ich mir Nahrung kaufen und egoistische Lebewesen haben eben auch einen Wunsch nach Nahrung und also ist dann auch der Wunsch nach einem Tauschmittel erstmal nichts unbedingt dann Pathologisches, ja. Und deswegen müssen wir nicht als erstes jetzt gleich über Geldabschaffung reden, sondern unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung sagt also quasi, wir nehmen mal einfach den Menschen jetzt so egoistisch, wie er ist, ob sich dann Leute beweisen können, dass sie den unegoistischen Menschen entwickeln können in einem Universum, das auf DNS basiert ist und damit eigentlich auf Genegoismus basiert ist, das werden wir dann sehen. Aber erst einmal empfiehlt die GWO, also unsere GWO empfiehlt zum Beispiel Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter, Anwohner, also aller Betroffenen, alles Arbeitenden zu erfassen, um demgemäß alle finanziellen Belohnungen zu gestalten. Ja? Und das ist nicht Pseudoplanwirtschaft, sondern das ist ideale Planwirtschaft, die gesunden Wettbewerb, gesunde egoistische Interessen von den Menschen nutzt, um maximal nützliches und gutes Tun zu erzeugen in der Welt. Ja? Ja, jetzt zeige ich zum Schluss noch, damit ist eigentlich alles gesagt. Jetzt muss ich hier wieder raus. Ich muss ja lernen, Fernsehtechnik zu machen. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Jetzt können Sie auch wieder mehr sehen. Und dann gehe ich jetzt mal dahin, wo ich noch mal zeigen möchte. Wenn wir jetzt also irgendwelche wichtigen Gäste haben, dann kann ich die groß machen. Und das reicht, ne? Größer will ich es nicht haben. Können Sie das gut sehen? Werden wir gleich sehen auf dem Live-TV-Zuschauerbildschirm. Werden wir es gleich sehen? Ja, kann man doch okay sehen. Jetzt könnte ich das noch ein bisschen größer machen hier. Bringt das noch was für die Live-Zuschauer? Ja, und auf jeden Fall bringt es für die Aufzeichnungszuschauer was. So ist dann das ideale Bild. Wir haben jetzt einen prominenten Redner. Hallo, ich winke, winke, winke. Da ist jetzt der prominente Redner. Und der ist jetzt groß im Bild, ist auch im Live-Bild gut zu sehen. Und mehr brauchen wir doch nicht für unsere Fernsehtechnik. Ja? Ja, dann beende ich hiermit als erstes die Aufzeichnung. Tschüssi, bis bald. Samstagabend ist ja wieder Talkshow. Tschüssi.